Ihr Zuhause ist die Strasse. Die Truckerfahrer durchqueren Europa tagtäglich. Dabei müssen sie diverse Richtlinien einhalten. Abgaswert, Ladesicherung, Bremse, Pauseeinhaltung, alles muss stimmen. Für die Chauffeure gehören diese Kontrollen zum Alltag. Sie machen ihre Arbeit, sie gucken nach, wir schauen, ob LKWs in schlechtem Zustand sind oder was. Das ist normal, wir machen unsere Arbeit, sie machen ihre Arbeit. Was schauen Sie jetzt gerade genau an? Zustand der Bremse, allgemein das Fahrwerkzustand, wie die Pneus sind, ob die noch gut sind, ob die abgefahren sind. Als nächstes wird ein Russ rausgewunken. Er hat noch einen weiteren Weg vor sich. Laden, Raschen, nach Schweiz. Schweiz, Nestlé, nach Russland. Die Polizei findet ein ungewöhnliches Kästchen im Cockpit des Nestlé-Lieferanten. Hier läutet die Alarmglocke. Das könnte nämlich ein Gerät sein, das den Abgaswert manipuliert. Das ist, um das Steuergerät zu überbrücken. Dann wird nichts in den Auspuff gespritzt, dann haben wir andere Abgaswerte. Und das könnte sich ein bisschen sparen. Oder? Okay, beim Abgastest ist nicht beschissen worden und der Chauffeur hat auch die Pauseregelung eingehalten. Also geht es zurück auf Moskau. Dankeschön, tschüss. Die Polizei findet im Schnitt bei jedem vierten LKW etwas, das nicht in Ordnung ist. Jedes Jahr werden im Thurgau über 5000 Lastwagen kontrolliert. Das muss sein. Ich will sagen, es ist zu viel passiert mit Unfällen und was. Und Lagersicherung muss sein, das ist klar. Auch beim Franzosen haben sie nichts gefunden und die Fahrt kann weitergehen.